Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, in Deutschland und der Schweiz. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. Ja, wir lassen in unserer Sendung häufig Menschen zu Wort kommen, die von einer Lebensumkehr berichten. Heute werden uns zwei Männer erzählen, wie es in ihrer Musikerkarriere zu diesem Wandel kam. Ihr Musikstil ist zwar nach wie vor derselbe, doch ihre Texte haben sich verändert, denn heute geht es darin um Glaube und um Jesus Christus. Unser Thema: Ab jetzt mache ich Musik für Gott. Wenn Sie sich für moderne christliche Musik interessieren, dann kennen Sie vielleicht das Lied Chainbreaker von Zach Williams. Zach hat sich den Fragen unserer amerikanischen Kollegen gestellt und schildert die Entstehung von Chainbreaker. Außerdem erzählt Zach Williams, wieso er nach Jahren des Musikerdaseins heute christliche Lieder schreibt. Ich wollte in Nashville eine Woche lang Songs schreiben. Schon während der Fahrt hatte ich die ganze Zeit an zu Hause gedacht. Dann setzte ich mich mit Jonathan Smith und Mia Field zusammen. Damals waren meine Frau und ich in der Gefangenenhilfe engagiert und wollten das Projekt Chainbreaker nennen, Kettenzertrenner. Meine Frau meinte, ich könne doch einen gleichnamigen Song machen. Ich hatte schnell die erste Zeile. Wenn du immer wieder denselben Weg entlangläufst und die anderen meinten, hey, spiel das nochmal. Nach 15, 20 Minuten war der Song fertig. Zach Williams' CD Chainbreaker gewann 2018 einen Grammy als bestes Album zeitgenössischer christlicher Musik. Doch es gab Zeiten, da hatte Zach selbst mit Ketten zu kämpfen. Zach wuchs in Arkansas in einem christlichen Elternhaus auf. Sie gingen oft in die Kirche. Ich hatte eine Bilderbuch-Kindheit. Unsere Familie war toll. Wir gingen jeden Mittwoch und Sonntag in den Gottesdienst. Ich kannte alle Geschichten auswendig und kannte mich in der Bibel und der Lehre aus. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Kern des Ganzen damals verstanden hatte. In der Highschool fing er an zu trinken und Drogen zu nehmen. Ich bin da irgendwie reingeraten. Es gab nichts in meiner Kindheit oder Jugend, das mich zum Drogennehmen und Trinken gebracht hätte. Ich bin eher an die falschen Leute geraten. Ich wusste, dass es falsch war. Aber es hat Spaß gemacht und ich fand, es sei keine große Sache. Dann wurde ich älter und es wurde zu einer großen und wichtigen Sache. Zach spielte damals erfolgreich Basketball und er wollte für eine College-Mannschaft spielen. Doch eine Verletzung durchkreuzte seine Pläne und er begann mit dem Gitarrespielen. Ich dachte, ich könnte doch Rockstar werden. Da gehören Drogen und Trinken dazu und ich kann genauso weiterleben. Aber dann war ich 10 Jahre lang überall nur mit Gitarre unterwegs. Er gründete eine Band und nannte sie ironischerweise Zach Williams und die Reformation. Wir waren relativ erfolgreich und tourten durch Europa. Außerdem machten wir eine Tour mit einer Organisation, die Streitkräfte unterstützt und spielten in Japan. Ich hatte es geschafft. Zach lernte Crystal kennen. Die beiden heirateten und Zach lebte weiter wie bisher. In unseren ersten Jahren habe ich mich echt mies benommen. Ich habe viel getrunken und ab und zu Drogen genommen. Meiner Frau sagte ich, du hast von Anfang an gewusst, wie ich bin. Ich werde mich nicht ändern. Das war immer meine Antwort, wenn sie meinte, ich solle endlich erwachsen werden. Ich wusste, dass sie recht hatte und eigentlich Veränderungen dran waren. Die ganzen Jahre beteten seine Frau und seine Eltern für ihn. Ihr Glaube musste viel aushalten, aber sie hörten nie auf zu beten. Ich wollte nicht, dass jemand für mich betet. Trotzdem kamen sie zu uns nach Hause und beteten für mich, meine Frau und meine Familie. Schließlich hatte Zach genug von seinem Lebensstil und davon, wie dieser seine Familie beeinflusste. So wie ich lebte, konnte ich kein guter Vater sein. Ich hatte zwar Erfolg und kam viel rum, aber von mir war nur eine Hülle anwesend. Das ganze Reisen und die Konzerte machten das nicht besser. Ich stand jeden Abend auf der Bühne und es war ein tolles Gefühl, vor Publikum zu stehen. Aber wenn ich nach Hause fuhr, fühlte ich mich miserabel. Auf einer Tour durch Spanien hörte Zach im Radio ein Lied. Sie spielten Redeemed, erlöst von Big Daddy Weave im Radio. Damit traf Gott mein Herz und er sagte, ich sehe dich anders, als du dich siehst. Dein Talent habe ich dir gegeben und du solltest es für mich nutzen.
Wenn du das machst, gebe ich dir, wovon du nicht zu träumen wagst. Abends rief Zack Crystal an. Ich sagte, wenn die Tour vorbei ist, gebe ich die Band und die Konzerte auf. Als ich dann endlich wieder zu Hause ankam, brach ich in Tränen aus. Ich bat meine Frau und meine Kinder um Vergebung für die Vergangenheit. Ich fühlte mich schrecklich. Damals sagte ich zu Gott, so kann ich nicht weitermachen. Es ist mir egal, ob ich jemals wieder Gitarre spiele oder singe. Und wenn es bedeutet, dass ich bei meinem Vater als Handwerker arbeite oder nur ein guter Vater bin und zur Kirche gehe, dann werde ich das tun. Und dann bat ich Gott, in mein Leben zu kommen und mein Herr zu sein. Und ich wusste, dass ich nicht mehr tun musste, was ich vorher getan hatte. Ab dann änderte sich mein Leben. 2012 nahmen Zack und Crystal den christlichen Glauben an und traten einer Kirche bei. 6 Monate lang machte ich keine Musik. Eines Tages, ich war gerade mit meinem Vater auf einer Baustelle, hatte ich plötzlich den Text für ein Lied im Kopf. Ich schrieb alles auf und siehe da, ich hatte ein christliches Lied geschrieben. Zack wurde gefragt, ob er die Lobpreisband der Kirche leiten möchte. Ich war sprachlos. Sie wollten jemanden, den sie kaum kannten, aber sie hatten gesehen, wie sehr Gott in meinem und im Leben meiner Familie wirkt. Beim Lobpreis stand ich zum ersten Mal auf einer Bühne und fühlte mich nicht, als würde ich schauspielern. Ich schloss meine Augen und sang für Gott. Zack bekam weitere Chancen. Unter anderem wollten bekannte Musiker aus Nashville mit ihm arbeiten. Also fuhr er regelmäßig die 4-Stunden-Strecke dorthin. Eines Abends rief ihn der Manager eines Plattenlabels an. Er fragte, sitzen Sie gerade? Ich sagte, ja. Und dann sagte er, ich habe Ihren Song heute der Firma vorgespielt und nun wollen Sie Ihnen einen Vertrag anbieten. Ich war platt. 6 Monate vorher hatte ich zu Gott gebetet. Und jetzt passierte dies. Zack und Crystal zogen mit ihren Kindern in die Nähe von Nashville. Zack macht Musik und ist sich sicher, dass Gott wohl noch weitere Überraschungen für ihn parat hält. Seit ich 2012 vor Gott auf die Knie gefallen bin, hat er sich immer wieder gezeigt und so viel in meinem Leben und im Leben meiner Familie bewegt. Die Beziehung zwischen mir und meiner Frau ist jetzt viel stärker. Es ist toll, so etwas zu erleben. Es macht mich demütig, wenn ich daran denke, dass er beten und rufen hört. Das ist ziemlich cool. Von Nashville, Tennessee, der Welthauptstadt der Country-Musik, geht es nun in eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Der Ort heißt Salzkotten. Hier ist ein Musiker aufgewachsen, der einen ganz anderen Musikstil liebt, denn sein Herz schlägt nicht für Country, sondern für Rap-Musik. Peter Schuchardt erzählt über seine Entwicklung vom Gangster-Rapper zum Jesus-Rapper. Rap-Musik war für mich mein ganzes Leben. Ich habe durch Rap-Musik meine ganze Kindheit verpasst. Ich erinnere mich zurück, als ich noch klein war. Du und Papa wart die Besten und wart immer für mich da. Ich weiß, ich war nicht leicht, aber viel Scheiß. Peter Schuchardt wächst behütet in Salzkotten in Nordrhein-Westfalen auf. Schon in der Kindheit entdeckt er die Rap-Musik. Er ist fasziniert und möchte sein wie die Rap-Stars. Seitdem ich 5 Jahre alt bin, höre ich eigentlich schon Rap-Musik durch meinen Cousin. Er hat mir damals halt 50 Cent gezeigt. Kurze Zeit später hat er auch angefangen, Rap-Musik zu machen. Mit 8 Jahren habe ich auch angefangen, meine ersten Songs selbst zu schreiben. Anstatt draußen auf dem Spielplatz zu spielen, habe ich halt Rap-Songs geschrieben. Du weißt ganz genau, ich will Eiser werden. Peters Eltern sind stolz auf ihren ältesten Sohn. Er hat Talent und schmiedet ambitionierte Zukunftspläne. So lassen sie ihm viel Freiraum und Peter, noch ein Teenager, macht sich auf den Weg, Rap-Musiker zu werden. Ein Cousin, der ein Plattenlabel hat, fördert Peter und gibt ihm den Künstlernamen Major Deal. Man kriegt dann halt auch schon Anerkennung von den ganzen Freunden oder halt Klassenkameraden. Und dann mit 12 war ich das erste Mal im Tonstudio, hab dann halt das zum ersten Mal aufgenommen.
Ich will zeigen, Rap hat auch schöne Seiten. Diese Kultur hat mich immer positiv begleitet. Mit 13 Jahren hat mein Cousin gesagt, dass ich halt mit auf ein Konzert mitkommen soll von denen. Das erste Konzert war schon richtig heftig. Ich war halt der Jüngste, die waren halt alle über 20. Ich wollte eigentlich auch kurz davor absagen, dass ich nicht mit auf die Bühne komme. Und dann haben mich halt alle überredet. Das ist auf jeden Fall schon ein cooles Gefühl, wenn du halt gerade auf die Bühne gehst und dann halt auf einmal alle durchdrehen. Am Ende des Jahres habe ich noch ein Video gedreht. Mit 14 habe ich halt auch bei meinem Cousin dann direkt einen Plattenvertrag unterschrieben. Ein Jahr später kam halt mein erstes Album dann schon raus und dann fing das halt so alles richtig an. Yo Major, auch unterschrieben oder was? Mit nur 15 Jahren führt Peter nun das Leben eines Musikers. Und natürlich gefällt dem jungen Mann dieses Leben. Dass man Videodrehs hatte, Interviews hatte, Konzerte und ja, halt ständig im Studio war, weil man halt auch irgendwo dann motiviert war, halt so weiterzumachen und man hat halt gemerkt, dass es so langsam läuft. Peter wohnt zwar noch bei seinen Eltern, nimmt aber am Familienleben so gut wie nicht teil. Ich war halt kaum zu Hause dann. Ich habe meine Eltern vielleicht in der Woche 10 Stunden oder so gesehen. Das Verhältnis hat sich dann nach und nach immer halt verschlechtert. Einer der Streitpunkte ist die Schule. Denn die Eltern merken, dass Peter nicht mehr regelmäßig am Unterricht teilnimmt. Vor einem Jahr hatte ich so um die 300 Fehlstunden. Ich habe meinen Eltern immer gesagt, ja, ist alles gut. So am Anfang haben die es noch mitbekommen, aber dann am Ende habe ich es halt hinbekommen, dass sie davon nichts erfahren. Briefe abgefangen, sonst habe ich halt das auch in der Schule irgendwie hinbekommen, halt, dass man mal zum Arzt gegangen ist und dann einfach sich einen gelben geholt hat, dass man halt krank geschrieben wird. Peters Eltern sorgen sich, verlieren aber zunehmend die Kontrolle über ihren Sohn. Er fühlt sich den Eltern überlegen und rechtfertigt sich in Streitgesprächen mit seinem Erfolg. Denn mit nur 15 Jahren ist Peter finanziell unabhängig. Wenn die halt gesagt haben, ja, wir sehen dich kaum, habe ich halt gesagt, warte noch ein bisschen, ich bringe halt ein paar Millionen nach Hause und dann wird alles gut. Und dann meint halt mein Vater immer, nein, Geld, ich brauche dein Geld nicht, ich brauche dich. Ich wollte halt ganz nach oben und so viel Geld wie möglich verdienen, schicke Autos fahren, ein Riesenhaus haben irgendwann, halt viele Frauen, Schmuck und das war halt das, was mich halt irgendwo halt da so gezogen hat, halt, dass du auf Konzerten bist dann halt, dass die ganze Menge dich da fast anbeten. Ich war sehr Fame und Geld geil. Herz-Kopf-Therapie, Clone-Count Money, Sportwagen, Bitches, Playboy-Bunnies. Herz-Kopf-Therapie, Clone-Count Money, Clone-Count Money. Nach dem Backstage, dann hast du halt immer reichlich Alkohol. Ich kann mir halt auch nicht mehr vorstellen, nüchtern Musik zu machen. Tja, dann hatte ich halt irgendwann halt starke Alkoholprobleme. Also bevor die Flasche nicht leer war, habe ich auch nicht aufgehört. Und irgendwann endest du halt bei Drogen. Hast du Fame, hast du Geld und hast du Ruhm? Hat auf einmal jeder zweite mit dir was zu tun. Doch wenn der Rausch und die Hochstimmung des Erfolges verfliegen, wenn es still wird, dann sieht es in Peter anders aus. Er wird von Traurigkeit und selbstzerstörerischen Gedanken gequält. Niemand weiß davon. Die Leute kannten mich eigentlich auch nur so, dass ich arrogant bin und halt selbstverliebt. Wenn man diese Maske abnimmt, dann hat man halt ganz andere Gedanken und dann denkt man halt so, ja, du bist nichts nutze und dass man halt nichts erreicht hat. Du hast deine Eltern nicht mal stolz gemacht, gar nichts. Mit der Zeit werden die Phasen der Verstimmung und der Traurigkeit häufiger und halten länger an. Also das wurde halt immer schlimmer und schlimmer. Also ich bin immer mehr in Depressionen zerfallen, habe mich immer mehr ausgegrenzt. Ich habe halt auch nie mit jemandem darüber offen gesprochen. Das waren halt eher so die Gedanken, die dann halt so zu Selbstmordgedanken geführt haben. In dieser Zeit wird den Eltern von Peter der christliche Glaube wichtig. Sie finden dort Hoffnung und möchten auch Peter davon überzeugen, sich der Liebe Gottes zuzuwenden. Doch der ist alles andere als begeistert. Und ich habe dann halt einfach gesagt, ja, das ist eh alles nur Bullshit, ich will davon nichts hören. Wir haben halt erzählt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und jeder halt diese Entscheidung treffen muss, ob er an Jesus glaubt oder halt nicht. Ich dachte, ja, okay, selbst wenn ich halt jetzt zum Glauben komme, dann kann ich halt nicht mehr so leben. Dann habe ich denen halt auch immer gesagt, dann lande ich halt in der Hölle, aber dafür habe ich ein geiles Leben hier. Meinte ich halt so zu denen, ja, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich wurde halt noch nie von der Polizei nach Hause gebracht oder ich bin halt noch nie im Knast gelandet, also ist doch alles okay. Dass er nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, rechnet Peter sich selbst an.
Genau das sieht sein Vater anders. Und dann meinte halt mein Vater so zu mir, dass, weil Gott dich vor diesen ganzen Sachen einfach beschützt. Dieser Satz hat mich einfach so richtig getroffen, dass ich halt so gedacht habe, ja okay, er ist eigentlich bei mir und er beschützt mich. Dann wurde ich halt offen, ne? Diese Offenheit wirkt sich so aus, dass Peter sich das Ganze aus der Nähe anschauen will. Er geht mit in die Gemeinde. Dann war das halt irgendwie so komplett anders, als ich mir das alles vorgestellt habe. Die Musik war ganz anders, die Leute waren ganz anders und viel lockerer. Und es waren halt die ganze Zeit so diese Gedanken, lass dein altes Leben hinter dir und komm zum Glauben. Dieses Erlebnis lässt Peter nicht mehr los. Er beginnt, sich in Frage zu stellen. Was wünscht er sich eigentlich vom Leben? Wo soll es hingehen? Will er an seinem bisherigen Lebensstil festhalten? Dann, auf einem Spaziergang, kommt die Stunde der Entscheidung. Ich habe wieder so Gott wirklich bei mir gespürt, also als ob er so wirklich neben mir steht und mich umarmt. Und ich war so irgendwie so voller Freude und habe halt zu Gott gebetet, dass er mir halt all meine Sünden verzeiht, dass er mich ändert und aus mir einen neuen Menschen macht, weil ich dieses alte Leben halt einfach nicht mehr will. Ich will, dass er im Mittelpunkt in meinem Leben ist und nicht die Musik. Am nächsten Tag bin ich dann aufgestanden. Ich war wie neu geboren, also ein komplett neuer Mensch. Also ein komplett anderes Denken gehabt. So bin ich in dieser Nacht so, als ob mich Gott da geheilt hätte, sodass ich von allen halt befreit war. War so kurz davor, hab den Atem vom Tod gespürt. Heute bin ich frei. Ich danke dir dafür, Vater. Irgendwie war ab dem Tag halt so alles anders. Ich hatte halt so eine Sicherheit, dass ich jetzt gerettet bin und dass ich jetzt wirklich Gottes Kind bin. Jetzt Frieden in mein Herz und meine Seele Gott gegeben. Ich bin neu geboren und beginne jetzt ein neues Leben. Meine Welt war vernebelt, hat nur Geld im Visier. Und hab nicht gesehen, dass ich das um alles verliere. Auch die depressiven Stimmungen und der starke Alkoholkonsum gehören nun der Vergangenheit an. Zur Freude seiner Eltern nimmt Peter wieder mehr am Familienleben teil. Er ist nun öfter zu Hause anzutreffen und verbringt gerne Zeit mit seinen jüngeren Geschwistern. Heute habe ich eine Freundin und möchte halt auch irgendwann mal heiraten, Kinder kriegen und halt eine Familie gründen. Ja, ich bin ein Christ und ich stehe auch dazu und glaube auch daran, dass Jesus bald wiederkommt. Ich habe den Teufel nie gesehen, doch den Teufel gespürt, wie er mich mit Fame und Geld jedes Mal verführt. Rapmusik macht Peter nach wie vor. Zurzeit nennt er sich schlicht PS. Wer genau hinhört, merkt, dass sich etwas in seiner Musik verändert hat. Meine Texte früher, also in denen ging es halt nur um Frauen, um Geld, um Schmuck, um Klamotten, halt nur um so weltliche Sachen. Und heute halt geht es so darum, Gott zu verherrlichen. Ich möchte halt das erzählen, was er mit mir halt gemacht hat. Und ich dachte halt früher, dass so ein Mensch wie mich niemals verändern kann, aber Gott kann halt alles. Und an erster Stelle ist heute Gott und dann kommt halt erst alles andere. Wenn Gott will, würde ich auf jeden Fall nichts dagegen haben, wenn ich irgendwann mal von der Musik leben kann. Ich falte meine Hände. I believe in Christ. Ich falle auf die Knie. Als Peter Schuchardt den christlichen Glauben angenommen hatte, hieß das nicht, dass er seine Musik aufgibt. Stattdessen beschloss er, nun für Gott zu rappen. Wie sieht es bei Ihnen, liebe Zuschauer, aus? Wurden auch Sie mit einer starken musikalischen Begabung geboren und haben das irgendwann in den Dienst von Gott und Glaube gestellt? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Schreiben Sie uns oder besuchen Sie unsere Webseite und hinterlassen Sie einen Kommentar zur Sendung. Die Musiker Peter Schuchardt und Zach Williams haben in ihrem Privatleben eine Umkehr erlebt, die sich auch auf ihren Beruf als Musiker auswirkte. Ist das eigentlich immer so, wenn man eine neue Richtung im Leben einschlägt? Andreas hat sich dazu Gedanken gemacht. Eine Hinwendung zu Gott hat immer Auswirkungen auf mein Leben, ganz grundsätzliche und auch viele kleine in der Lebensführung. Gerade weil es sich ja um eine Richtungsänderung im Leben handelt, wenn ein Mensch sein Leben Gott anvertraut, hilft vielleicht der folgende Vergleich zu verstehen, was da passiert. Die Seefahrer orientierten sich früher immer am Nordstern, um ihre Routen zu berechnen und mit ihrem Schiff auf Kurs zu bleiben. An diesem Fixstern richtete sich also alles aus, damit sie nicht vom Kurs abkamen oder irgendwo zerschellten. Keiner hätte behauptet, der Nordstern würde das Leben der Seefahrer zu sehr einengen oder die Freiheit der Seefahrer einschränken. Denn jedem war klar, dass es überlebenswichtig ist, die richtige Orientierung zu haben.
Wie die Seefahrer muss sich auch jeder Mensch im Leben irgendwo orientieren. Meistens und von Natur aus sind das wir selbst. Der eigene Vorteil, die eigene Karriere oder irgendetwas anderes, das mir selbst zugutekommt. Daran richtet sich alles aus. Selbst die Partnerwahl dient häufig erstmal mir und meinen Bedürfnissen. Ganz oberflächlich, weil es sich einfach gut anfühlt, verliebt zu sein und große Aufmerksamkeit vom anderen zu bekommen. Oder ernsthafter, weil man zum Beispiel nicht mehr allein sein will. Daraus entwickelt sich dann erst wahre Liebe. Eine selbstbezogene Lebensorientierung, die klappt unterschiedlich gut. Viele kommen arg ins Schlingern und scheitern. Andere haben ein von außen betrachtet ganz gutes Leben. Wenn ein Mensch nun ein Leben mit Gott beginnt, wird genau dieses Konzept ausgetauscht. Gott wird zum Fixstern meines Lebens. Ich richte meine Routenführung, meine Entscheidungen an ihm aus. Und mit dieser neuen Ausrichtung bekomme ich nicht nur ein anderes Wertegerüst für meine Entscheidungen, sondern in der Person Jesu ein persönliches Gegenüber. Denn Paulus schreibt an die Kolosser: Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Jesus wird also sozusagen zu meinem Guide. Er ist mein guter Hirte. Wenn ich mich ihm anvertraue, werden mir andere Dinge wichtig und wertvoll sein, einfach weil mich seine Güte und Liebe überzeugt haben. Und das wird überall in meinem Leben immer mehr sichtbar werden. Lassen Sie uns beten. Lieber Herr Jesus, wir erkennen, wie gut und wichtig es ist, dass du uns Ausrichtung für unser Leben schenkst. Dafür unterstellen wir uns deiner Führung und Herrschaft und legen unsere eigenen Führungsansprüche in deine Hand. Du liebst vollkommen, deshalb ist es kein großes Risiko, dir unser ganzes Leben anzuvertrauen. Hilf uns, das Leben zu führen, das du dir für uns wünschst. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 1818 8800. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18 8800 und für die Schweiz 044 57 50 270. Erdbeben gehören zu den gewaltigsten Naturkatastrophen, die man erleben kann. Catalina aus Guatemala verlor aufgrund eines Erdbebens ihr Haus. Und mit welchen Problemen die junge Mutter dadurch zu kämpfen hatte, zeigen wir im nächsten Beitrag. Ein Erdbeben der Stärke 6,9 traf das Dorf in Guatemala, in dem Catalina und ihr Sohn Bradley leben. Sie hatten Angst. Das ganze Haus und alles darin wackelte. Ihr Haus wurde schwer beschädigt. Das Dach war zerstört. Und die Wände bröckelten. Zur Nacht gingen wir ins Haus zurück, um dort zu schlafen. Es war gefährlich. Doch wir fanden nirgends sonst Schutz. Die Behörden ließen das Haus abreißen und sagten der alleinerziehenden Mutter, dass sie dort nicht bleiben kann. Catalina suchte Hilfe und jemand gab ihr eine Rolle Plastik, um einen behelfsmäßigen Unterschlupf zu bauen. Doch das Leben darin machte Bradley krank. Die Kälte und der Regen kamen überall durch und er bekam eine Lungenentzündung. Ich musste ihn ins Krankenhaus bringen. Operation Blessing baute zusammen mit dem örtlichen Militär neue Häuser für Menschen wie Catalina, die nach dem Erdbeben obdachlos waren. Durch die bessere Bauweise sind diese Häuser jetzt erdbebensicher. Für Catalina und Bradley bedeutet das Sicherheit und neue Hoffnung für die Zukunft. Ich konnte gar nicht fassen, dass das mein Haus ist. Das ist solch ein Segen. Eine Küche und ein Badezimmer zu haben, ist großartig. Ich bin so glücklich. Danke für mein Haus. Vielen Dank, Operation Blessing, für unser neues Haus. Wir sind euch sehr dankbar. Boah, ein aus Plastik zusammengezimmertes Haus, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Nee, absolut nicht. Gott sei Dank haben Catalina und ihr Sohn heute wieder ein sicheres Zuhause. Danke für Ihre Hilfe, liebe Zuschauer. Denn solche Projekte werden nur durch Ihr Engagement möglich. Ja, und liebe Zuschauer, vielleicht möchten Sie sich ja an solchen humanitären Projekten beteiligen. Oder Sie wollen diese Sendung unterstützen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben. Dann werden Sie Partner von CBN.
Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Webseite und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch am Ende der Sendung. Ja, das war Erlebt TV für heute. Wenn Sie mögen, können Sie sich diese und weitere Sendungen auch in unserer Mediathek oder auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Ist auf jeden Fall immer einen Besuch wert. Ja. Aber an dieser Stelle wollen wir Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Gebete und dass Sie uns fördern und unterstützen. Sie machen die Arbeit von CBN dadurch erst möglich. Ja, und wenn Sie die Sendung öfter anschauen, dann wissen Sie auch, dass jetzt die Gebetshotline geschaltet ist, wie immer. Also wenn Sie ein Anliegen haben, rufen Sie gerne an. Ja, das war's für heute. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie mit dabei waren. Auf Wiedersehen und alles Gute. Erlebt TV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie Erlebt TV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet. Erlebt TV, wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.